Du bist dazu bestimmt, ein außergewöhnliches Leben zu führen. Jetzt denkst du vielleicht, meine Güte, das klingt ja echt arrogant. Wie kann man denn außergewöhnlich leben? Auf der einen Seite hat jeder den Wunsch, will irgendwie was Außergewöhnliches sein. Aber ich glaube, dass du und ich, wir als Gläubige sind dazu bestimmt, ein absolut außergewöhnliches Leben zu führen. Die Bibel sagt ja auch, wir sind nicht von dieser Welt, das heißt, wir sind von Gottes Welt. Und deswegen sind wir auch dazu bestimmt, die Realität des Reiches Gottes in unserem Leben alltäglich zu erleben. Und du und ich glaube, wir sind dazu bestimmt, dieses Leben zu führen. Stell dir doch mal vor, einfach mal, fang mal an mit mir zu träumen und stell dir mal vor, dass du ein Leben führst, das nicht sich an die Umstände anpasst, das nicht nur auf Probleme immer reagiert, sondern das über den Problemen und über den Umständen steht, das von einer anderen Realität her gelenkt und geleitet wird. Stell dir ein Leben vor, wo du persönlich erweckt bist vom Heiligen Geist und ergriffen von seinem Feuer und von seiner Liebe, und zwar nicht nur in einem heiligen Moment, nicht nur in einem Gottesdienst, wo die Gegenwart Gottes vielleicht stark erscheint, sondern wo du das alltäglich in deinem Leben erlebst, die Gegenwart Gottes als Normalität und gleichzeitig völlig außergewöhnlich. Stell dir vor oder träum mal mit mir, wie das wäre, ein Leben zu führen, das im Alltag drin voller Wunder und voller Zeichen ist. Wo du Gunst Gottes erlebst, ganz normal im Beruf drin, in der Schule drin, in deiner Familie, in deiner Ehe, wo du überall unterwegs bist, in deinem Umfeld, wie du dort Gunst Gottes erlebst und wie du das Hereinbrechen des Himmels sozusagen dort entdeckst und auch wieder nicht als Spezialität, wo das einmal im Jahr passiert, sondern wo das alltäglich, jeden Tag deine Erfahrung wird. Stell dir vor, dass du ein Leben hast, das voll ist von Offenbarung des Reiches Gottes, wo du sozusagen in täglicher Vision und in täglichem Erleben von Gott drin bist, wo du eine Offenbarung bekommst, was ist am Kreuz tatsächlich passiert, wo du eine Offenbarung bekommst, was hat Gott mit meinem Leben vor, wo du deine Berufung hörst, wo du in deiner Berufung laufen kannst, wo du ein Liebhaber Gottes bist, wo du so viel Offenbarung der Realität Gottes hast, dass dein ganzes Leben davon bestimmt wird und du gar nicht mehr anders willst auch. Und stell dir vor, dass diese selbstlose Liebe vom Papa im Himmel nicht eine Besonderheit ist, die du einmal erlebst, sondern wo das was ist, wo das dein täglicher Begleiter ist. Die Gegenwart Gottes, die Liebe des Vaters dich ständig umhüllt, wo du nicht drüber nachdenken musst, wann kommt die Gegenwart Gottes, wann werde ich die Liebe erleben, wo du nicht danach streben musst, endlich wieder mal eine Berührung zu bekommen, sondern wo du ständig in dieser Berührung dauerhaft drin bist. Das wäre doch ein genialer Zustand, stimmt's? Ganz viele sehnen sich so sehr nach dieser Liebe und strecken sich immer aus. Und ich denke, du bist dazu bestimmt, zu diesem außergewöhnlichen Leben, wo du diese Dinge, diese Realitäten des Himmels, wie zum Beispiel die Liebe des Vaters, dauerhaft erleben kannst. Und da rede ich nicht von irgendwas, was mal eines Tages passiert. Ich glaube, das kann heute beginnen und du kannst heute anfangen, das zu erleben. Stell dir vor, ein Leben, das die Schönheit Gottes ausstrahlt, die Exzellenz Gottes ausstrahlt. Stell dir vor, wie du selber zum Spiegel der Gegenwart Gottes wirst, wie du zum Spiegel der Herrlichkeit Gottes wirst, wie dein Leben sich so, verändert, dass andere sagen, das, was der hat oder was sie hat, das möchte ich auch. Dass dein Leben attraktiv wird, dass Menschen anfangen, dir hinterherzugehen und sagen, da kommt's warm raus, da kommt Gegenwart Gottes raus, da kommt Liebe Gottes raus, da kommen Wunder und Zeichen raus. Wenn ich mit der Person unterwegs bin, dann erlebe ich selber auch Gunst. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Traum, sondern das ist die eigentliche Realität der Gegenwart Gottes, der Herrlichkeit Gottes. Das ist die Realität eines außergewöhnlichen Lebens, zu dem du bestimmt bist. Und ich würde gern einfach heute mit dir beten und dich da reinführen in ein Gebet, wo wir einfach Gott bitten, dass er uns in diese Normalität des übernatürlichen Lebens hineinführt. Und Vater, da will ich dir danken heute für jeden, der auch dieses Video sieht. Jeder, der gläubig ist und zu deinem Reich gehört, ist dazu bestimmt, ein außergewöhnliches Leben zu führen.
Und das hört sich übertrieben an, Herr, und das hört sich erstmal arrogant an, aber letztendlich ist es dein Leben, das durch uns durchfließt. Und ich segne dich und sage, du bist bestimmt zu diesem Leben, du bist bestimmt außergewöhnlich zu leben, du bist dazu bestimmt, über der Norm zu leben, du bist nicht dazu bestimmt, dass du unter der Norm lebst und unter Umständen lebst, du bist dazu bestimmt, in der Realität Gottes zu leben. Und ich segne dich mit Offenbarung, ich segne dich mit Gegenwart Gottes. Ich segne dich, dass diese Realität des Himmels in dein Leben reinkommt wie niemals zuvor und dass es tatsächlich ein Vorher und Nachher gibt. Amen.